Ein Traummann, 24 Frauen und alle wollen die letzte Rose von ihm bekommen. Jede Woche sehen wir traumhafte Dates an traumhaften Orten und jede Woche hoffen die Frauen, eine weitere Rose vom Bachelor zu bekommen, damit sie nicht nach Hause geschickt werden und schlussendlich die letzte Rose von ihm bekommen, damit sie dann das Traumpaar abbilden können, das sich in ein paar Monaten wahrscheinlich sowieso wieder trennt. Hallo Freundinnen des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute reden wir über das TV-Dating-Format Der Bachelor. Also entweder habt ihr auf das Video geklickt, weil ihr den Bachelor schon sowieso scheiße findet und einfach noch ein paar mehr Argumente hören wollt, was ihr sagen könnt, warum ihr ihn scheiße findet. Oder aber ihr guckt den Bachelor und wart so ein bisschen provoziert vom Titel und seid aber auch gleichzeitig offen für Kritik, weil ihr tief im Inneren wisst, ja, so ganz geil ist es nicht, aber es ist halt für die Unterhaltung. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, warum ich den Bachelor nicht kommentiere. Das verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und da habe ich schon so ein paar Sachen angeschnitten, die auf gesellschaftlicher Ebene existieren. Dass ich dahinter steckend ja eigentlich was supporte, auch wenn ich das so nicht will, aber halt, ne, mit diesem, okay, ja, ich benutze halt das Bildmaterial, es ist was Politisches im Endeffekt. Gut gemeint ist am Ende nicht immer gut gemacht. Heute reden wir darüber, was es mit einem persönlich machen kann, wenn man es selber privat konsumiert, warum ich glaube, dass man es besser nicht konsumieren sollte. Und dazu sollten wir uns, glaube ich, erst einmal anschauen, warum wir das Ganze konsumieren. Ganz egal, welche Motivation es ist, ich freue mich natürlich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, warum ihr den Bachelor entweder geschaut habt, nicht schaut oder warum ihr ihn schaut. Der feministische Aspekt. Ich meine, die Kritik am Bachelor gibt es ja seit jeher. Und zwar ist es der feministische Aspekt. Das ist ein Mann, der auf einem Podest steht und 24 Frauen, die eigentlich gar nicht wissen, wer er ist, aber dadurch, dass er so ein Statussymbol ist und auf dem Podest gestellt wird und der Bachelor ist und der Traummann schlechthin, um seine Gunst kämpfen, damit auch um die letzte Rose. Die Journalistin Amy Kaufman, die lange Zeit über den Bachelor berichtet hat und dann sogar ein Buch darüber geschrieben hat, The Bachelor Nation, die vermutet, dass dahinter Folgendes steckt. We know now that the couples don't really stay together and it's not a formula for lasting love. But I think we are so obsessed with the show has to do with our desire to have fantasy and romance in our life. Es geht ihrer Meinung nach also vor allem um die Romantisierung von Liebe. Diese Liebe, die uns einfach von klein auf in den Kopf getrichtert wird. Und damit kommen wir zum heutigen Sponsor des Videos, denn da kann man auf alle Fälle auch ziemlich viel träumen. Und zwar ist der heutige Sponsor Cheeks. Cheeks ist eine nachhaltige Sexual Wellness Plattform. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, was ist das? Es gibt dort die Kategorien Watch, Listen and Learn. Watch steht also für erotische Filme, die alle nach ethischen Prinzipien produziert sind. Das heißt, Cheeks hat einen gewissen Kodex und an den müssen sich alle halten, wie zum Beispiel, dass DarstellerInnen über 18 sind, dass dort regelmäßige Tests durchgeführt werden, dass alle fair bezahlt werden und so weiter. Es gibt dort auch sehr viel unterschiedlichen Content, auch queeren Content, auch Body Positive Content. Dann gibt es die Kategorie Audio. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht so der visuelle Mensch seid, sondern eher der auditive und eurer Fantasie da den reinlaufen lassen möchtet, gibt es eben auch erotische Hörspiele, die ihr euch anhören könnt. Und dann gibt es noch die Kategorie Learn und da gibt es eben Blog-Einträge, Aufklärungsarbeit und aber auch Workshops, an denen ihr teilnehmen könnt. Ich mag das komplette Package sehr gerne, weil es den feministischen Ansatz hat, dass eben auch alle fair bezahlt sind, dass es ethisch produziert ist, dass gewisse Handlungen gar nicht mehr reproduziert werden, wie zum Beispiel Übergriffigkeit gegenüber Frauen. Ihr könnt das Ganze monatlich buchen für 14,90 Euro oder aber auch im Jahresabo. Oder kostet so 9,90 Euro im Monat. Und wenn ihr das Jahresabo abschließt, könnt ihr mit dem Link, der unten in der Infobox ist, das Ganze für 7 Tage auch kostenlos testen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch jederzeit kündigen und wir machen jetzt weiter mit dem Bachelor. So, und nun widmen wir uns mal den Motiven, warum man sich den Bachelor überhaupt anschaut. Warum schauen Menschen den Bachelor? Ich habe mir dazu eine Pressemitteilung von der IZI angeguckt. Das ist das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Kurz IZI. Die haben vor einigen Jahren 174 junge Frauen und Männer dazu befragt, was die Faszination des Formats Bachelor für sie ausmacht. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gehört. Es sind überdurchschnittlich viele hochgebildete junge Frauen, die das Format der Bachelor gucken. Die meisten der Zuschauenden sind entweder Studierende oder besuchen das Gymnasium. Und über die Hälfte davon verfolgt das Format seit Jahren. Es ist also fester Bestandteil, einmal im Jahr über einen gewissen Zeitraum Bachelor zu schauen. Es wird teilweise im Freundeskreis zusammengeschaut oder aber auch sich auf Social Media darüber ausgetauscht oder aber auch am nächsten Tag in der Uni oder per WhatsApp und so weiter. Also es ist wirklich integriert
in die Kommunikation. Und natürlich sorgt das für Gesprächsstoff. Das heißt, der erste Faktor ist ein sozialer Faktor. Das meistgenannte Motiv, warum man sich den Bachelor anschaut, ist das Motiv, dass man mitraten möchte. Man möchte herausfinden, welche Kandidatin weiterkommt, welche rausfliegt, welche zu weit geht. Ja, ihr habt richtig gehört. Man möchte wissen, welche Kandidatin zu weit geht. Und vor allem möchte man sich am allerliebsten bestätigen lassen, ob man mit seiner Vermutung richtig liegt. Ob man analysieren und rausfinden kann, wen der Bachelor am Ende erwählt. Gleichzeitig haben die Fans sehr viel Spaß daran, über die Kandidatin und auch den Bachelor einfach mal abzulästern. Was angeblich keine Rolle spielt, ist es herauszufinden, wie man den Partner fürs Leben findet und darüber Tipps zu bekommen. Das zumindest sagen die Befragten. Die meisten können sich auch nicht vorstellen, selbst an so einem Format teilzunehmen. Und laut dieser Umfrage bauen sie auch kaum bis gar keine parasoziale Bindung zu den Kandidatinnen und dem Bachelor dort auf. Hier muss ich kurz mal reinkrätschen. Natürlich sind das auch verhältnismäßig wenige Leute, finde ich, die da befragt wurden, als dass das super repräsentativ für alle wäre. 174 Menschen, das ist nicht unbedingt viel. Und natürlich muss man auch sagen, muss man sich ja bei so einer Befragung auch darauf verlassen, dass Leute sich ganz ehrlich selbst einschätzen können. Und ich finde, es widerspricht sich tatsächlich, dass die Befragten angeben, kaum bis gar keine parasoziale Beziehung zu den Kandidatinnen aufzubauen, aber die Social-Media-Kanäle danach meistens vor allem bei den FavoritInnen durch die Decke schießen. Parasoziale Beziehung bedeutet im Übrigen, dass man keine echte soziale Beziehung hat, aber sich so ein bisschen einbildet, eine zu haben. Was eigentlich immer passiert, wenn man Menschen auf Social Media folgt, die man eigentlich gar nicht kennt und von denen so viel mehr weiß als die von einem selber. Und ich kann hier nur von mir sprechen. In der Zeit, als ich Bachelor geschaut habe, hatte ich schon immer so ein bis zwei, vielleicht auch drei Favoritinnen, wo ich so mitgefiebert habe. Und das konnte ich auf alle Fälle auch in meinem Freundeskreis beobachten, dass das so war, dass man so schon so Favoritinnen hatte und dann schon irgendwie parasoziale Beziehungen aufgebaut hat, die natürlich durch Social Media dann noch verstärkt werden. Ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben. Ich sehe diese Umfrage tatsächlich teilweise als kritisch an, weil die Leute sich da eben selber einschätzen mussten. Und da kann man ja alles Mögliche ganz wild angeben. Was aber auch rausgekommen ist bei dieser Umfrage, ist, dass die, die sich das gerne anschauen und Fans davon sind, das schon mit einer sehr medienkritischen Haltung tun. Also schon auch eher aus einer distanzierten Haltung. Oder man nennt es auch medienkritische Distanz. Eigentlich geht keiner davon aus, dass der Bachelor dort die Frau fürs Leben findet. Realistischerweise nehmen die meisten eher an, dass die Kandidatin und auch der Bachelor das eigentlich eher machen, um ja ein Karrieresprungbrett zu bekommen, was ja auch in Ordnung ist, weil wir bekommen dafür ja die Unterhaltung. Es ist ja quasi ein Job. Soweit so gut, aber kommen wir jetzt zu den Problemen. Die Probleme beim Schauen von Bachelor. Zum einen wird diese ganze Haremssituation sehr wenig in Frage gestellt. Also natürlich ist es total in Ordnung, wenn man keine monogame Beziehung führen möchte und auch poly lebt. Aber hier ist das ja schon eine relativ unausgeglichene Sache, die jetzt nicht so auf Augenhöhe passiert. Das heißt, es wird einfach hingenommen als, naja, das Format ist halt so. Wenn etwas kritisiert wird, dann meistens die Kandidatin oder der Bachelor. Also das heißt, die ganze Kritik findet eigentlich immer nur auf individueller Ebene statt. An einzelne Personen wird diese Kritik gerichtet, aber eben nicht auf Formatebene. Und eigentlich wäre es da so wichtig. Kritik auf Formatebene wäre zum Beispiel zu sagen, warum ist denn in diesem Format nicht so viel Diversität gegeben? Oder warum werden in diesem Format Frauen immer noch so dargestellt, wie sie dargestellt werden? Nämlich als ziemlich misogyn und zickig und frauenfeindlich. Und warum wurde das Konzept in den letzten 10 Jahren nicht ein einziges Mal aufgearbeitet und vielleicht ein bisschen mehr an die heutige Zeit angepasst? Fragen über Fragen. Und ja, die Leute, die befragt wurden, haben zwar angegeben, dass sie eigentlich überhaupt nicht davon beeinflusst werden und das Ganze mit einer sehr medienkritischen Distanz anschauen. Aber schauen wir uns doch mal die Motive in der Reihenfolge untereinander an. Auf Platz 5 für die Lieblingskandidatin mitfiebern und traurig sein, wenn sie gehen muss. Aber nein, es gibt überhaupt keine parasoziale Beziehung. Platz 4 über die Sendung, die Kandidatin und den Bachelor zu lästern. Platz 3 vermuten, welche Frau rausfliegt. Platz 2 wie weit die Frauen dort in den Dates gehen. Und Platz 1 für welche Frau sich der Bachelor entscheidet.
Und da kommen wir eigentlich schon zum zentralen Vergnügen, warum der Bachelor angeguckt wird. Und zwar, um das Ganze bis ins kleinste Detail zu analysieren, die Vorgänge selber zu begreifen, Menschen einzuschätzen und sich vielleicht in diesem ganzen Szenario selbst ein bisschen besser zu fühlen und zu erheben, weil man natürlich dann sich bestätigt fühlt, wenn die Dinge genauso eintreten, wie man das vorhergesehen hat. Alle möglichen Schritte, die ganzen Verhaltensweisen werden bis ins kleinste Detail analysiert. Es macht richtig Spaß, den Bachelor von oben bis unten zu scannen, genauso wie die Kandidatin und auch einzuschätzen, wie weit sie kommen werden. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist aber, warum wollen wir diese Analysefähigkeiten entwickeln? Ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber bei True Crime wurde zum Beispiel herausgefunden, dass Frauen das vorzugsweise so gerne hören, weil sie unterbewusst einfach checken wollen, wie sie sich in solchen gefährlichen Situationen verhalten würden. Das heißt, die Angst vor Männern und dass ihnen etwas passieren könnte, ist so verinnerlicht, dass sie quasi True Crime Podcasts hören als Trainingssituation. Quasi wie man sich in so Situationen verhalten würde, wenn sie eintreten würden, damit man lebend rauskommt. Frauen sind es gewohnt, bewertet zu werden. Frauen sind es auch gewohnt, aufgrund ihres Dating- und Beziehungsverhaltens bewertet zu werden und auch geslutshamed zu werden. Eine Frau, die was mit vielen Typen hat, ist eine Schlampe. Ein Mann, der was mit vielen Frauen hat, ist ein Held. Ein kleiner Womanizer. Natürlich hat sich das so ein bisschen gelockert die letzten 10 Jahre, aber so richtig ist das aus unseren Köpfen noch nicht raus. Und auch eine Taylor Swift hat etliche Songs darüber geschrieben. Frauen werden oft zu angepasstem Verhalten erzogen, was nicht aneckt, was nicht provoziert. Deswegen ist es auch für viele Frauen so wichtig zu analysieren, wie das Umfeld tickt. Aus dem Sozialisierungsaspekt gesehen ist es für Frauen also sehr wichtig zu wissen, wie sie wahrgenommen werden. Wie die anderen sie bewerten, wie weit Frauen gehen können. Das ist ja einer der Top-Punkte, warum Menschen sich das überhaupt anschauen. Es wird also geprüft, welche Verhaltensweisen wie ankommen. Bei sich selbst, bei anderen und aber auch bei der ganzen Masse nach außen, weil nach jeder Folge gibt es natürlich Feedback. Und vor allem, wenn der ganze Freundeskreis sich darüber unterhält, dann ist das doch die perfekte Studie, um zu checken, welche Verhaltensweisen noch okay sind für Frauen und welche nicht. Das heißt, der Bachelor ist eigentlich das ideale Übungsfeld dafür, Analysefähigkeiten zu entwickeln. Der Beziehungsmythos. Es ist ein bisschen auch ein Wertigkeitsding, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Menschen, die in einer Beziehung sind, sind gesellschaftlich gesehen oftmals wertvoller oder beziehungsweise werden als wertvoller angesehen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Und das haben auch Männer, by the way. Die haben nur so ein bisschen länger Zeit, weil Frauen ja auch oft leider als Brutmaschine gesehen werden und das natürlich nicht für immer funktioniert. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Nur das Ganze hängt einfach so stark miteinander zusammen, dass es ganz logisch ist, dass diese Sendung vor allem junge Frauen schauen. Ganz vielen Mädchen wird beigebracht, dass sie erst mit einer Beziehung vollständig sind. Dass erst eine Beziehung mit einem Mann dich wertvoll macht. Und darüber hat auch Amy Kaufman in ihrem Buch geschrieben. Die größte Validierung, die eine heterosexuelle Frau bekommen kann, ist von einem Mann. What does it mean to be the chosen one? It's not a label I've ever known, but it's one I've obsessed over since I was a girl. From an early age, I understood that the most meaningful validation a straight woman could get was from a man. Even before I got my period, I was boy crazy. I spent hours in my room journaling about the smallest interaction with the opposite sex. If just one of them would choose me, then I would finally have worth. I want a boyfriend. Und ich konnte damit sehr relaten, weil das bei mir früher genauso war. Und bei Freundinnen ebenfalls. Und mich würde es interessieren, ob es bei euch genauso war. Das würde natürlich auch erklären, warum vor allem junge Frauen sich diese Sendung so gerne anschauen. Die unrealistischen Dates. Neben all der Analyse und dem intellektuellen Verstehen und Abwerten findet nämlich parallel ein intensives emotionales Miterleben statt von den Dates. Zitate sind zum Beispiel von einer 25-jährigen Frau: Immerhin wünscht sich sowas jede Frau. Fans genießen hierbei dann die Wertschätzung und auch die Zweisamkeit bei den Dates und auch die Inszenierung von einer erotischen Begegnung. Anderes Zitat: Einfach der Hammer und so romantisch. Frau 22 Jahre alt. Es ist eine klischeehafte Inszenierung, die ganz ästhetisch erscheint und die uns Dates als etwas total übertrieben Romantisches und ja, völlig fernab von der Realität darstellt. Das ist nämlich der Punkt.
Genau das wird nämlich ganz oft übersehen. Man nimmt es halt hin als die idealen Dates, die man haben kann. Das heißt, wir haben hier einmal die Male Validation, die total in den Vordergrund rückt. Und im Eifer des Gefechts habe ich vergessen, Male Validation zu erklären. What is Male Validation? Es ist der englische Begriff, ja, auf Deutsch übersetzt klingt das so plumpt. Männliche Validierung. Aber es geht schon eigentlich darum. Es geht darum, dass Frauen ihren Wert abhängig machen von männlicher Validierung. Das heißt, erst wenn die Bestätigung von Männern da ist und diese Validierung, erst dann ist okay. Es geht einfach darum, dass die Meinungen und die Perspektiven von Männern mehr zählen. Ja. Also nee, eigentlich so. Ihr wisst, was ich meine. Und die einfach zementiert wird durch dieses Format. Es geht nur um Male Validation. Genauso wie die Dates, die da inszeniert werden, die einfach absolut gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und trotz der medienkritischen Distanz in dieser Umfrage die Leute so verinnerlicht und glorifiziert haben. Und der dritte Punkt fällt eigentlich auch unter das Dach Male Validation, zumindest im entfernten Sinne. Erkläre ich auch gleich warum. Und zwar bewerten und analysieren wir das Ganze ja. Und die Bewertung fällt auch oft nicht ganz so positiv aus. Weil natürlich die Kandidatinnen untereinander ja den übelsten Zickenkrieg haben. Zitat, dort sind überwiegend naive Gänse und scheinbar gereifte Frauen, die sich dafür eigentlich zu schade sein sollten. Wir werten also Frauen ab, die dort teilnehmen, für ihr Verhalten, das dort präsentiert wird. Abgrenzung von stereotypischen negativen weiblichen Rollenbildern. Und das passiert, weil wir uns abgrenzen wollen. Weil wir eigentlich diese ganzen stereotypischen weiblichen negativen Rollenbilder gar nicht mehr haben wollen. Weil wir eigentlich als Gesellschaft da rausgewachsen sind. Aber halt irgendwie doch noch nicht so ganz. Abgrenzung schafft erstmal ein gutes Gefühl für uns selbst. Wir haben damit nichts zu tun. Wir sind nicht so. Wir selber stärken uns dann in der Annahme, dass unsere Analysekompetenz super stark ist und kriegen ein sicheres Gefühl. Und können uns, wie gesagt, davon einfach abgrenzen. Aber wir tappen dabei dann meistens in eine Falle, weil wir ja genauso dann ablästern über andere Frauen, die dargestellt werden. Weil wir wissen ja gar nicht, ob das so passiert ist oder echt ist. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Fernab der Realität. Das Ganze ist eigentlich nichts Reales, denn es ist natürlich eine Reality-TV-Sendung. Aber die Verantwortung, wie etwas dargestellt wird und wie das Storytelling passiert, das hat die Produktion und die Redaktion. Und auch die Postproduktion natürlich. Und ich weiß, das ist bekannt und ihr wisst das auch, aber ich sage es nochmal zum Reminder. Dort sitzen RealisatorInnen in den Interviews und die fragen ganz gezielt Fragen, um ihr Storytelling, was sie sich vorher ausgedacht haben, zu bestätigen. Um sich das zu holen, was sie für ihre Story, die sie schon haben, brauchen können. Nicht um die Wahrheit zu erzählen, nicht um die Realität abzubilden, sondern um Unterhaltung zu machen. Und da plaudere ich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen, weil ich schon ein paar Reality-TV-TeilnehmerInnen kennengelernt habe, zumindest aus den Prince und Princess Charming-Kontexten. Und keine einzige Person davon war so, wie sie dargestellt wurde in der Sendung. Keine einzige. Weil es natürlich auch gar nicht ausreicht, in einer Sendung alle Facetten von einer Persönlichkeit abzubilden. Und auch, weil man natürlich verschiedene Rollen braucht. Man darf gar nicht alle sympathisch finden. Das wäre viel zu langweilig, wenn man alle cool fände. Deswegen muss es immer eine Person geben, die den Antagonisten spielt. Oder zumindest die Rolle davon verkörpert. Die Teilnehmerinnen wissen das nicht, wenn diese Show läuft. Die wissen nicht, welche Rolle am Ende sie zugeteilt bekommen. Das heißt, das Ganze sind natürlich reale Personen mit realen Persönlichkeiten und realen Leben. Aber trotzdem hat das Ganze mit der Realität relativ wenig zu tun. Das heißt, der Plan geht am Ende nicht auf. Wenn wir unsere Analysefähigkeiten stärken wollen, dann es hat ja nichts mit der Realität zu tun. Weil es ist eigentlich total clever, unsere Analysekompetenz zu stärken. Aber die Mühe ist in dem Fall vergeudet, weil es eben nichts mit der Realität zu tun hat. Das heißt, jede Analyse läuft eigentlich ins Leere, weil sie nicht wahr ist. Es ist komplex. Ich fasse zusammen. Die Begeisterung für das Format Bachelor ist komplex. Und im ersten Moment alles andere als naiv. Aber gleichzeitig werden uns ständig Bilder präsentiert, wie Frauen sich zu geben haben, wann sie zu weit gehen, wann sie es richtig machen, wann sie es nicht richtig machen. Alleine diese ganzen Bewertungen sind eigentlich vollkommen Banane. Und eigentlich auch gar nicht mehr zeitgemäß. Aber irgendwie sind wir halt doch noch nicht so los davon. Wir kriegen kitschige Klischees an romantischer Beziehungsanbahnung, die überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Und dann versuchen wir uns abzugrenzen von anderen Frauen, die in irgendeiner Form von anderen Menschen in dieser Sendung
komisch dargestellt werden. Single sein ist in der Gesellschaft immer die Warteposition. Das wird ja auch in dieser Sendung suggeriert. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer Einbahnstraße in dieser Sendung. Wir gucken das, um quasi unsere eigene Analysekompetenz zu prüfen. Wie gut können wir das einschätzen? Wie gut kommen Kandidatinnen an? Wie gut kommt der Bachelor an? Wer wird am Ende die letzte Rose kriegen? Wir wissen ganz rational natürlich, dass das wahrscheinlich nicht halten wird. Wir wissen auch, dass das natürlich nicht die Realität ist, aber trotzdem stellen wir die kitschigen Dates nicht in Frage. Trotzdem grenzen wir uns von den Frauen dort ab und finden das total kacke, dass sie da untereinander so einen Zickenkrieg führen und dass das so ein Drama ist. Und damit kommen wir nicht weiter und tun eigentlich nur eines. Wir zementieren die Male Validation. Male Validation ist der Grund, warum es Pick-Me-Girls gibt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Man sagt ja nicht umsonst, dass lesbische Frauen die besseren Feministinnen sind, weil sie einfach diese Male Validation kaum bis gar nicht mehr brauchen. Und ich möchte an der Stelle auch noch sagen, dass es natürlich auch darauf ankommt, inwieweit diese Sendung Einfluss auf einen hat, je nachdem, wie das Selbstwertgefühl ausgebildet ist. Also habe ich ein sehr gutes Selbstwertgefühl, werde ich das wahrscheinlich anders verkraften oder mich nicht so stark beeinflussen lassen, als wenn ich eh schon an mir zweifle. Die individuelle Komponente wirkt natürlich auch noch mit ein. Aber nichtsdestotrotz ist der Rest doch auch ein ziemlich großer Brocken. Egal, wie gut das Selbstwertgefühl ist. Die Frage ist, will man selbst diese Fantasien, diese Idealisierung von dieser einen Liebe, will man das füttern? Und das zu dem Preis von gelebter Misogynie und viel mehr ist die Frage, möchte man sich in seiner Freizeit auch noch so doll damit auseinandersetzen, wie männliche Validierung zelebriert und gefestigt und manifestiert wird, wie auch immer. Natürlich gibt es auch die Bachelorette, also die umgekehrte Version. Nur das ist bei weitem nicht so problematisch, einfach weil die gesellschaftlichen Strukturen anders sind. So, that's the question, I guess. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen und hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und bis dahin sage ich Tschüss.